Corona und kein Ende. Allein im Homeoffice, das kann auf Dauer ganz schön nervig sein. Hier sind 5 Tipps, wie ihr die Motivation und die Stimmung oben haltet. Endlich die richtige Musik. Wenn ihr im Büro immer Rücksicht auf die Kollegen nehmen musstet, jetzt ist die Zeit für den schlimmsten Karnevalshit oder düstersten Black Metal. Ganz wie es euch gefällt. Und außerdem, Musik aktiviert das Denkorgan, zum Beispiel das limbische System, zuständig für gefühlvolle Reaktionen auf Umweltreize. Nur vor der nächsten Videokonferenz bitte abschalten. Blumen auf den Tisch. Natürlich gut fürs Raumklima, aber wissenschaftlich inzwischen bewiesen. Pflanzen machen glücklicher, schützen vor Depressionen und, im Moment nicht ganz unwichtig, sie stärken das Immunsystem. Videocalls gegen Vereinsamung. Wer sich wirklich zu alleine fühlt und die Kollegen nicht nerven will, der kann ja die beste Freundin per Videocall ins Homeoffice schalten. Viel reden muss man dabei gar nicht. Allein die Videopräsenz hilft, sich etwas sozialisierter zu fühlen. Arbeit und Pause sauber trennen. Ganz wichtige Nummer. Im Homeoffice verschwimmen Arbeitszeiten und Freizeit schnell. Kannst du noch schnell und geht's gerade, sind oft rein rhetorische Fragen. Und zu Hause fühlt man sich vielleicht eher verpflichtet, eben nochmal schnell dies oder gerade noch das zu erledigen. Wichtig ist, in den Pausen und im Feierabend wirklich Arbeit und sich selbst ruhen lassen. Beweg dich. Wer im Büro wenigstens zur Kaffeemaschine oder in die Kantine läuft, bewegt sich immerhin ein bisschen. Gut für Kreislauf, Entspannung und Konzentration. Im Homeoffice sind die Wege oft kürzer. Ein guter Tipp ist also, die Mittagspause mit einem Spaziergang zu verbinden. Natürlich nur mit maximal einer haushaltsfernen Person oder mit der Familie. Bleiben Sie gesund.